andere sehr tüchtig. Er hält die Ball immer flach. Als Stürmer war er berüchtigt. So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zum nächsten Spieltag hier in unserem Fußball Manager Let's Play 2012, ja, oder FM 2012. Wir müssen den Ball auch ziemlich flach halten, denn wir sind sowas von dermaßen geschwächt aktuell, dass wir echt hier gegen St. Pauli, einer der stärksten Gegner ja, in unserer Liga, lieber mal tief stapeln sollten. Also, ich glaube, drei unserer Stammkräfte sind ausgefallen, unter anderem gerade unsere gesamte Innenverteidigung wurde umstrukturiert und wir hoffen mal heute hier vielleicht über Standards zum Ziel zu kommen. Es müssen heute alle ja, nach hinten arbeiten, auch ein Fink, auch ein Yashvili sowie Draxler und wenn es geht auch ein Terrazino. Ich hoffe mal, wir können das irgendwie umsetzen, denn ja, St. Pauli läuft hier in Bestbesetzung auf, ganz im Gegensatz zu uns. Ja, schauen wir mal rein, wie es läuft. Es sind jetzt schon 6 Minuten gespielt, noch ist stets 0:0, Gott sei Dank. Hätte ja auch Standard ausgehen können, ne? Sehr schön. Draxler, schön auf Terrazino, das kennen wir doch, das kennen wir doch. Der lässt sich nicht zweimal bitten und macht hier die Führung. Wieder ein frühes Tor gegen einen Gegner, den man absolut nicht unterschätzen darf. Und ich bin mehr als zufrieden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ihr habt die Probleme gesehen, die wir haben. Das ist das Schöne daran, denn noch hat St. Pauli keine offensive Aktion ja, in die Wege leiten können. Und bisher war nur unsere Offensive, ja, unsere eigene Offensive im Ball besitzen. Das ist natürlich schön. Jetzt geht es natürlich mal in die andere Richtung. Hier über Taki, der läuft da direkt den Mann ab. Vorsicht, Draxler. Hier im Zweikampf der Sieger. Terrazino wird erneut gefoult. Nein. Schigi lässt weiterspielen. Ebbers. Nun auf Sagli, der will dribbeln, aber unsere Innenverteidigung, pass auf, aber muss hier auf Kosten einer gelben Karte und auf Kosten eines Freistoß, ja, den Ball rausspielen. Hoheneder hat da das Dribbling gesehen, was er ansetzen wollte, Sagli, jetzt wird es gefährlich. Standardsituation, muss die Mauer hochspringen. Sehr gut, jetzt den Ball raus, Haas raus damit, jetzt wird er gefoult und es gibt uns wieder ein bisschen Zeit und zur ja, strukturieren, aufzustellen und den Ball jetzt in unsere eigene Offensive zu peitschen. Es ist wirklich so, wir sind momentan so aufgestellt, unsere Defensive ist das Schwächste, glaube ich, was die ganze Liga zu bieten hat. Na gut, nehmen wir mal Rot-Weiß Erfurt oder die Dresdner oder Ingolstadt. Die haben es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger als wir, aber so aktuell, wie wir da aufgestellt sind, auch ja hier musste heute, ach, rechts rücken, habt ihr gerade gesehen, läuft hinter Fink und versucht sich somit ein bisschen in die Offensive auf der rechten Seite mit einzubinden. Normalerweise ja ein gesetzter Innenverteidiger zusammen mit Müller. Aber Bittrop ist nämlich draußen. Lechner kann auch nicht, ebenfalls gesperrt. Oder glaube ich verletzt war Lechner. Und deswegen musste er nach rechts rücken. So, jetzt Fink, wo kriegt er den Ball denn hin? Da, sehr schön, Yashvili. Nochmal in die Mitte zu Draxler. Der sucht natürlich sofort wieder seine Anspielposition Nummer 1, Terrazino. Findet ihn diesmal aber nicht. Also sollten wir die Saison zumindest die Hinrunde so abschließen, wie sie aktuell läuft, dann sag ich euch mal, das ist richtig Hardcore. Das ist richtig Hardcore. Wicked ist das. Wicked, Alfi Hardcore. Auf alle Fälle. Das ist richtig klasse. Das macht richtig Spaß. Und ich kann ja meistens bloß einmal die Woche FM12 aufnehmen und mache das meistens dann auch wirklich in so einem richtigen Marathon. Mehrere Stunden am Stück, so drei, vier Stunden am Stück wird schon mal durchgezockt. Ihr seht ja die ganzen Videos, die unter der Woche natürlich nach oben gehen. Und ich möchte ja auch mit euch gemeinsam die Saison auf die nächste Ebene heben. Also sprich in die Rückrunde dann einleiten. Und das Ganze dann natürlich auch abzuschließen. Wir haben nämlich eine ganze Menge vor mit dem Karlsruher SC. Insbesondere mit unserer persönlichen Karriere, muss man ja auch mal sehen. Und wollen auch natürlich ein ganzes Stückchen weiterkommen. Und unser Ziel für diese Saison ist ja offiziell, ja, ist ja angekündigt, wir wollen den Aufstieg, der ist hart umkämpft, das ist gar keine Frage. Da sind Mannschaften, die sicherlich mitspielen wollen, aber wenn wir heute hier dieses 1-0 zum Beispiel über die Bühne kriegen, dann haben wir einen riesengroßen Sprung gemacht. Terrazino jetzt wieder gegen Schorsch den Ball. Was ist mit Pauli eigentlich? Die sind richtig gut gestartet in die Saison, kann man echt nichts sagen, sind ja, hinter uns her. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt genau sind. Das ist das Problem, weil ich jetzt einfach eingeschalten habe und zack auf 3D-Modus. Das sehen wir aber alles gleich. Oh! Dann erpfeift er nochmal den Vorteil ab.
Den hätte Terrazino aber eben auch genauso gut reinmachen können. Ganz klar. So. Fuß am Ball. Draxler. Terrazino wieder. Die ganze Abwehr in Vorsicht. Wird gefoult. Eigentlich unnötig, dass Pauli da so, ja, so robust in die Zweikämpfe geht im Mittelfeld. Haben doch eigentlich hinten raus noch eine ganze Menge Leute stehen, die da sicherlich, wenn sie Terrazino doppeln, den Ball gewinnen würden. Fraglich, warum jetzt hier Pauli so, ja, so straff vorgeht. Aber sie wollen natürlich auch nicht hier. Das 1-0 ist absolut nicht das, was sie sich vorgestellt haben, sicherlich. Und sie sind natürlich auch darüber informiert, dass wir eine Schwäche haben aktuell in der Innenverteidigung oder unsere Abwehr als solches nicht gerade als die stabilste der Liga bekannt ist. Haben ja auch eine ganze Menge Gegentore bekommen. Oh, Kruse macht das sehr schön hier. Der Kruse. Es sind 43 Minuten gespielt. Das Schöne, wie das 1-0 über die Bühne kriegen hier in der ersten Halbzeit. Dann haben wir schon die halbe Miete. Und dann werden wir uns ein bisschen wieder scheucht. Der ist da mit Terrazino. Der steht ihm da auf dem Fuß und kann sich dann letztlich bloß mit einem unfairen Zweikampf den Ball erobern, beziehungsweise erobert ist er ja nicht, gibt für uns dann Freistoß. So, Vorsicht, jetzt ist mal viel Platz da für Pauli. Und Kruse ist verdammt schnell auf der linken Seite, bringt den Ball jetzt sicherlich mit der Flanke rein und da ist Hohenede, er muss aufpassen. Befreiungsschlag direkt vorm Keeper. Sehr schön, meine lieben Leute, wir führen nach wie vor 1-0, haben auch ein bisschen mehr vom Spiel, wie man sieht, mehr Schüsse, mehr Torschüsse, sowie auch ein paar Prozent mehr Ballbesitz. In, ja, im Passverhältnis sind wir nicht ganz so sicher wie Pauli. Das sollte uns, ja, da sollen wir echt aufpassen, dass wir da nicht unter die Räder kommen. Ne? Dass darüber dann natürlich Probleme gibt, wenn wir einen Fehlpass generieren und dann Pauli schnell kontert. Aber wir werden so weiterspielen, meine Lieben. Ich versuche mal die Jungs hier zu motivieren. Mal schauen, wer das annimmt. Fink kann das auch ganz gut gebrauchen. Konrad. Tim Jorum ist von der Moral echt euphorisch. Das glaube ich ihm. Er ist ja auch nicht der, ja, der typische Torwart für einen Aufstiegskandidaten. Ist ja absolut, ja, unterbesetzt auf der Position mit seiner Stärke. Aber wir werden natürlich dranbleiben. Thomas Konrad macht das auch ganz gut, ne? Muss man ja auch mal reinschauen. Wie geht's dem Jungen, ne? Der ist hier ein ganz, ganz wichtiger Einsatz für ihn an der Stelle. Und wir hoffen mal, dass er sich einfach das jetzt hier über die Bühne kriegt. Ganz entspannt runterfährt. Gucken wir mal rein, Aufstellung. Ob wir noch was ändern können. Ich würde fast sagen, Fink raus aus der offensiven Abteilung und Krebs rein. Aber das machen wir dann so ein paar Minuten. Fink mittlerweile eine Stärke von 73. Der stärkste Mann von uns auf dem Platz. Nicht umsonst nach Chemnitz gewechselt. Also ich frage, warum nach Chemnitz? Ne? Ist ja fraglich eigentlich. Aber gut, Karlsruhe geht es ja im realen Leben nicht so gut wie hier in unserem Let's Play. Und deswegen haben die so ihre Sorgen. Haben ja auch ein paar Verpflichtungen gemacht. Ich habe auch eine Verpflichtung wirklich fest ins Auge gegriffen, und zwar der gute Tom Tripul, der uns ja vorgeschlagen worden ist schon vor der Saison. Oh, jetzt hier eine ganz schöne Möglichkeit für Finn. Kommt er da noch ran? Knapp. Nein, also Tom Tripul von Werder Bremen hatte ja jetzt am Wochenende seine Premiere. Das ist ja wirklich sein zweites Bundesligaspiel gemacht für Bremen. Und die tolle Vorlage für Pizarro vorbereitet oder die tolle Vorlage geschossen. Somit auch sie als Scorer eingetragen. Ganz, ganz starke Leistung von dem 18-Jährigen. Und den würde ich ganz gerne bei uns auch hier im Team haben. Schade, dass er hier bei uns nicht so offensiv ist. Aber jetzt Draxler auf Terrazino. Kriegt er den Ball noch? Er kriegt ihn noch. Mal, da fehlt eine kleine Drehung. Jetzt kommt der Befreiungsschlag der Paulianer. Ist ja ärgerlich. Jetzt gibt es eine Karte für uns nochmal. Ja, Vorsicht. Edgar Pripp jetzt an der Stelle. Aber natürlich auf einer Position, die jetzt nicht so ungefähr, ja, so gefährlich ist für uns. Da schauen wir mal. Das sollte eigentlich sich ganz gut verteidigen lassen. Funk wieder. Wieder auf die linke Seite. Versuchen jetzt über die Flügel, die Hamburger. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da, ja, safety first, sage ich immer, ne? Und never change running system ist auch so ein schönes Thema. Oh, jetzt hier sehr schöne Drehung von Terrazino. Rüber auf Fink, aber da muss er hinterher, ne? Da hat er jetzt irgendwie geträumt, dachte, dass vielleicht da ein anderer noch läuft, aber ne, gibt einen Wurf für uns, sehr schön. Habe ich mich wohl verguckt.
Fink jetzt, da kann man die Flanke bringen. Bringt sie auch auf Terrazino. Wie kann er den da vorbeischießen? Wie kann er den denn vorbeisemmeln? Also das ist unglaublich. Hier hätte er ganz sicher und ruhig auf 2-0 erhöhen können. Und was macht der junge Terrazino? Semmelt daneben. Ich werd ja wahnsinnig. So, jetzt nochmal Fink. Ja, schön auf Terrazino. Der erobert sich den Ball. Nicht ganz fair, aber der Schiri lässt weiterlaufen an der Stelle. Da ja auch Ballbesitz für Pauli. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wieder Sagli. Der ist dribbelstark. Eber setzt sich da durch. Und das ist der Ausgleich. In der 62. Minute. Das ist das Problem, was ich gesagt habe. Wir sind hinten einfach noch zu löchrig. Und Sacklig lässt da mit einem kleinen Kunststück auch seinen Verteidiger aufsteigen. Und Eberts eine einfache Drehung gegen Hoheneder. Und der lässt natürlich dann durchlaufen. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Haben wir so lange die Führung halten können, eine ganze Stunde. Vielleicht geht ja noch was. Ich würde jetzt gar nicht mal defensiver auflaufen und versuchen, hier nochmal den Jungs jetzt ein bisschen Raum zu geben. Iashvili auf der linken Seite. Bringt den Ball nochmal rein. Wer ist denn da unten? Fink. Da ist jetzt nochmal Draxler. Der bringt ihn auf Terra. Oh, Draxler mal mit einem Direktschuss. Ich dachte, er spielt nochmal ab auf Terrazino, der da in wesentlich aussichtsreicher Position stand. Hat es nicht getan. Hat direkt mal abgeschossen. Gönne ich ihm. Soll er auch ruhig mal versuchen. Ein bisschen auswechseln können wir aber. Ich denke mal, wer ist denn? Pripp ist momentan ziemlich lasch unterwegs. Bringen wir, können wir da nicht die Jungs ein bisschen auf Zentrale gehen? Nee, nicht wirklich, ne? Nee, müssen wir drin lassen. Dann nehmen wir Pripp mal raus und bringen Bui. Kann Bui da nicht auch spielen? Er hat nur eine 45 dort. Wir haben auch in der Defensive echt wenig Alternativen. Draxler, Haas, Pripp, Yahia könnte dort sogar noch spielen. Eieiei, wo kann denn Iashvili überall spielen? OM. Könnte auch einen Draxler dahinsetzen, aber das ist einfach Blödsinn. Der ist einfach zu stark auf seiner Position. Dann kann Bui heute doch nicht kommen. Tut mir ja leid für ihn. Tut mir ja leid. Oder wir spielen nur mit einem Sechser. Haas vielleicht raus, aber eine 3,5 oder Pripp raus. Ja, lassen wir sie mal laufen, die Jungs. Seifert, wen haben wir denn hier noch? Piosek hätten wir noch, aber gut. Die Jungs, die drin sind, spielen ja alle einen guten Fußball heute. Vielleicht auf Iashvilis Position. Bringen wir doch Bui rein und gucken mal, ob der was reißen kann auf der Seite. Ist ja jung, ist noch ein bisschen fitter, ist noch ein bisschen schneller, ist ja ganz klar. Hat zwar nicht die Erfahrung.